Servus Kurezi und moin moin, herzlich willkommen zurück bei einer, ach nee, weiteren Folge von Oblivion. Wir sind damit beauftragt worden, hier die Familie Draconis oder Drakon, einmal hier, Draconis auszuschalten und sollten hier mal bei der Ältesten der Familie Informationen einholen. Die hat leider den Hund Jake noch hier an der Seite. Ich hoffe, den muss ich hier nicht auch töten, denn das könnte vielleicht kompliziert werden und das will ich auch gar nicht. So. Oh, seid gegrüßt. Tut mir leid, ihr habt mich erschreckt. Heutzutage gehen wir leider mitunter die Nerven durch. Wenn man alleine lebt, passiert einem das. Ja, ja. Kann ich euch behilflich sein? Ja, und zwar, ich bin auf der Suche nach euren Kindern. Meine Kinder? Aber warum? Oh, liebe Güte. Bitte entschuldigt die Dummheit einer alten Frau. Ihr seid hier, um meine Geschenkliste abzuholen. Ja, klar. Dieser Geschenkdienst ist etwas ganz Gescheites. Meine Kinder leben in ganz Cyrodiil verstreut. Da ist es schwierig für sie alle etwas zu kaufen. Ja. Hier ist die Liste meiner lieben Kleinen. Obwohl, so klein sind sie auch nicht mehr. Ja, Kinder werden groß. Ihr werdet sehen, dass die Liste den Wohnort jedes Kindes und einige Geschenkvorschläge enthält. Ach ja, und hier ist das Gold, das ich euch geben soll. Ui. Macht euch nun bitte auf den Weg. Meine Kinder gehen mir über alles und ich möchte ihnen etwas ganz Besonderes schenken. Habt nochmals Dank. Okay. Das klingt ja gut. Ich muss hier gerade was aufschreiben noch, sorry. So. Pass. Gut, die Dame muss sterben. Vielleicht machen wir das auch ganz zum Schluss. Draconis Geschenkliste. Sehr geehrter Herr, nochmals vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, mir zu helfen. Ich habe mich so gefreut, als mein Freund euch empfahl und werde sicherlich euer Dienst in Zukunft erneut in Anspruch nehmen, wenn mit dieser Runde von Erwerbungen alles in Ordnung geht. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist für eine alte Frau wie mich, ist viel umherzulaufen. Meine Kinder, die lieben, verdienen nur das Beste und ich fürchte, dass ich in den letzten Jahren nicht in der Lage war, ihnen meine Liebe und Dankbarkeit richtig zu zeigen. Doch all dies liegt nun hinter mir. Hier diese Liste der Geschenke, von denen ich glaube, dass meine Familie sich am meisten darüber freuen wird, zusammen mit der derzeitigen Adresse jedes Kindes, an die das Geschenk geliefert werden soll. Okay, Matthias ist am Tradusplatz der Kaiserstadt. Er besitzt dort ein Haus. Eisen und Stahl müssen in Ordnung sein. Andreas, Herberge zum Betrunkenen, Drachen. Sibylla. Kalia, Schloss Lerwin. Oha, okay. Ihr findet sie in der Kaserne. Ich habe bereits die Hälfte eures Honorars im Voraus enthalten und werdet den Rest bekommen, wenn die Geschenke erworben und abgeliefert sind, wie wir es ursprünglich vereinbart haben. Ich danke euch erneut für eure wertvollen Dienste. Hochachtungsvoll, Brenia Draconis. Okay, dann ist es vielleicht auch cool und fein, wenn wir die Leute hier, die ganze Familie vorher auslöschen und dann zu ihr nochmal gehen und den Rest vom Geld holen. So asozial, wie wir sind. So, wo fangen wir denn an? Hier unten anwählen ist nix. Hier haben wir Lerwin, den ersten. Das heißt, wir gehen hier mal runter. Ah, bin gespannt, ne? So. Ich fühle mich ja fast schon wie im Paketdienst. Wie ist denn hier der Kollege? Oder die Kollegin? Könnte hier alles sein. Hier durch die Slums durch, ne? Ach, hier. Gut. Was kann ich für... Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Hä? Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe oder ich führe euch ab. Ey, what the fuck? Warum haben wir denn ein Kopfgeld von 40? Ja. Das ist das Prozedere.
Scheiße. Okay. Ja. Ich glaube, die Bücher haben wir gestohlen auch, ne? Können die in unser Inventar einsehen? Was ist denn hier los? Ist doch mein Recht hier, mein Zeug hier irgendwie zu behalten, ohne dass hier jemand einsehen kann. Außer es besteht dringender Verdacht. Der war ja aber nicht so. Na, ich wollte ja nicht nur mit der quatschen, ne? Dass die uns hier gleich irgendwie, dass hier ein Aufstand angezettelt wird. Was kann ich für euch tun? Ja? Meine Mutter? Oh, ihr kennt sie? Sie ist eine herzige alte Dame und ich bin einfach eine schreckliche Tochter. Ich muss sie häufiger besuchen gehen. Na. Aber jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Wenn ihr Mutti seht, sagt ihr, dass ich sie bald besuchen komme. Ehrenwort. Okay. Ja, gut, ist hier eigentlich nicht jemand im Start. Ich glaube, ich werde es ja gleich das... nee, nicht mit dem Silberschwert, Mann. Würde hier gleich die Chance nutzen und die schnell umlegen. Zack. Das war's. Schlüssel für Geheimraum. Oh, oh, oh. Schlüssel für Geheimraum. Schloss Leerwin. Ich muss mir das kurz notieren. Schlüssel für Geheimraum. Leerwin. Schloss Leerwin. Leerwin. Geheimraum. Im Schloss. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Ach nee, leck mich doch jetzt. Gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Warum gestohlene Ware? 8000? Ach, leck mich doch. Der hat mich hier gesehen, oder? Oh. Der hat mich hier gesehen, dass ich die gemeuchelt habe, die alte. Naja. Okay. Dann nochmal. Ich muss ja öfter schnell speichern, bin ich hier gerade. Ist gerade vielleicht ein bisschen besser. Ja, ich bin ja nicht das gewohnt, irgendwie Leute auf der Straße irgendwie umzulegen. Das geht ja gar nicht. Ich gehe jetzt wieder hier rum, ne? Das ist blöd. Ich muss ja dann gleich einen Abgang machen. Sobald ich die gemeuchelt habe, die alte. Fliege ich wenigstens die Bücher nicht gleich. Das war aber echt schnell, ne? Er kam einfach so aus dem Nix. Also wie wenn er es gesehen hätte. Da war aber weit und breit kein Mensch zu sehen. Die Frage ist halt, kann ich mit einem Pfeil so großen Schaden anrichten, als wie mit dem Kurzschwert? Das ist die Frage aller Fragen. Oder Langschwert, besser gesagt. Hier vorne ist auch einer. Ich mach mal hier schnell speichern. Die alle zu ermorden, das wäre... Hi. Oh, jetzt fangen die schon wieder an mit den Rittern der Neuen. Ey. Ich möchte nicht darüber sprechen. Bis später. Leb wohl. Ja. Okay, vielleicht müssen wir die Leiche auch irgendwo verstecken, ne? Boah. Ich nehme das gleich mit hier. Da war irgendwo eine Kröte. Das Quaken, das habe ich jetzt irgendwo gehört. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Passt. Also das hat schon mal funktioniert. Was auch gut ist. So. Dann haben wir hier Kaiserstadt ist einer. Die Dame hier oben, das ist die letzte. Und hier haben wir, was sind denn die alle? Next of Kin, okay. Hier, Schlammtalhöhle. Da können wir vielleicht machen, ne? Vermina Schrein.
Können wir das nächste machen? Ich muss hier gerade nochmal nachschauen. Kann man das hier irgendwie nachgucken, wo ich Kopfgeld habe? Sollte eigentlich schon gehen, ne? Kopfgeld 1040. Alter, die haben mich schon wieder gesehen. Geht denn das? Dass die mich schon wieder gesehen haben. Boah, ey. Ist nicht gut, oder? Das ist eigentlich nicht so gut. Wie können die mich denn sehen eigentlich? Das ist auch so eine Frage. Wie viele Menschen ich jetzt schon umgebracht habe, ohne dass mich jemand gesehen hat. Und hier kriege ich 1000 Kopfgeld. Obwohl hier keine Sau irgendwo unterwegs ist. Warte mal, ich mache hier mal... Welcher Bogen macht hier mehr Schaden? 10? 8. Okay, also hier, wo Kranglas... Alter, sieht da geil aus. Pfeil des Unheils. Der muss jetzt halt sitzen, ne? 7? 7? 6, 7? Okay, neben dem Pfeil des Unheils, denn... Der hat noch eine Verzauberung drauf. Das würde mich jetzt echt brennend interessieren, ne? Vielleicht sind wir mit dem Bogen besser unterwegs. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, 40 Kopfgeld haben wir auf jeden Fall. Für was auch immer. Ach, scheiße. Ach, nee. Für was auch immer wir die gekriegt haben. Ich werde ange... Halt! Ihr habt... Das ist ja... Boah. Krieg ich zu viele. Ach, das war nachdem wir sie getötet haben. Scheiße. Das ist alles belastend jetzt. Die... Also... Das muss ja echt irgendwie gleichberechnet sein, wenn ich hier die gleich meuchel, ne? Vielleicht, warte mal. Vielleicht können wir einfach mal ein bisschen warten. Bis 10 Uhr, dass die Straßen voll sind, ne? Vielleicht geht die ja irgendwann pennen. Das wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht. Warte mal, mache hier bis 7. Mache hier bis 7. Vielleicht pennt die dann in dem Haus. Dann kann ich sie im Haus töten. Hier vorne. Das ist wahrscheinlich auch die... Die Kaserne, ne? Oder? Ne, hier geht's nach draußen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier vorne. Scheiße. Habt ihr mal eine Münze? Ach ja, na klar. Nur noch. Ich bin jetzt eigentlich der Bad Boy, ne? Eigentlich müsste ich die Münzen ja nicht geben, aber ich tue es trotzdem. Weil die alle zur Diebesgilde dazugehören. Hier, die pennt hier, oder? Three Sisters. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Tja, die müsste hier irgendwo oben sein. Warte mal, ich zahle mir mal ein Bett. Schön. Ich hab... Nett. Einfach... 40 Gold. Oh, Alter. Schönen Tag. Können wir wenigstens hier hochgehen? Das ist echt das Falsche. Ach, komm her. Hör doch auf. Bin ich gespannt, wenn wir die da drin meucheln, ne? Müssen wir kurz mal nachschauen. Vielleicht haben wir jetzt... Ach, schon wieder. Gibt's doch nicht.
1000 Gold Kopfgeld. Kann ja nicht wahr sein, oder? Ist ja auch irgendwie blöd, weil das muss doch ja nicht irgendwie... Mal. Ich komme, glaube ich, hier noch drum rum, ne? Ich komme hier nicht drum rum, glaube ich. Okay, sonst haben wir eh nichts gestohlen. Das kann ja keiner mitgekriegt haben, dass ich das war. Ach, belastend. Also wenn wir jetzt für jedes Familienmitglied 1000 Gold Kopfgeld kriegen, dann sind wir dann irgendwann mal arm. Das ist schlecht. Halt. Ja, no. Gegen die Gesetze. 1040, ey. Das ist das. Ja. Bin ich hier denn jetzt? Ach, hier. Na. No. Das ist echt. Scheiße ist das. Vielleicht ist das nur, weil das eine Wache war. Und die mich vorhin gesehen hat. Recht. Hey, Freund, braucht ihr ein Zimmer? Schützen und... Lebt wohl, Bürger. Da kann ja auch irgendwie mal pennen gehen, oder? Sucht ihr eine... also gut, ihr seid verschwiegen. Scheiße, wie kriege ich denn jetzt irgendwie separiert? Sucht ihr ein... Natürlich, ich hab... Sehr gut, eure Kammer steht... Nun lebt wohl. Jetzt hab ich hier wieder Geld verbraten, ne? Nachtbutterrituale. Der Typ steht halt hier da, ne? Das ist schlecht. Oder eigentlich so müsste es gehen, oder? Warte mal. So, warte mal. Ah ja, okay, da hat es jetzt funktioniert, alles klar. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, gut, okay, passt. Dann ist das so, fein. Da haben wir nur für 1000 gezahlt, ne? Ist ja auch überschaubar dann. Trotzdem beschissen, aber überschaubar. So, hier waren wir vorher auch schon. Da ist der Nebel wieder in, da sieht man wieder nichts. Ach, das ist ja... Weißt du, das ist echt nervig, ne? Die Aufnahme sieht dann echt beschissen aus mit diesem Fuck-Nebel dauernd. Das will ja auch immer schön und golden aussehen und glänzen und sexy sein und so, ne? Aber Schlammtalhöhle. So. Okay. Ach, da ist ein Berglöwe hier drin. Ne? Ich glaube, ich werd nicht mehr. Und ein Bär. Boah, Alter. Der macht Geräusche. Und ein Wölfchen. Und was ist hier noch so? Eine Ratte. Was fehlt dann? Schlammkrabbe. Und Goblin fehlt noch. Dann haben wir eigentlich alles durch, ne? Ach, hier drüben ist sie. Guck mal. Da probieren wir es jetzt nochmal. Man hätte die eine wahrscheinlich auch anders töten können. Aber hier machen wir es mal so. Ach, jetzt bewegt die sich auch noch.
Schwupp. Oh, Alter. Das war ein bisschen zu hoch. Schwupp. Zack. Der war gut. Der war in Ordnung. Die hat wahrscheinlich auch nicht viel bei, ne? Hm. 5 Leute töten, ey. Der eine in der Kaiserstadt, der wird auch nochmal relativ schwierig werden, glaube ich. Relativ schwierig werden. So, ja gut. 25 Gold nochmal abgeklappert. Ich muss ja das Geld ja auch wieder reinkriegen, ne? Schauen wir jetzt schnell aufs Kopfgeld. Ist nix, okay. Den einen haben wir in Gegenwart eines legionären Soldaten umgebracht. Da hat kein Mensch was gesagt, ne? Die eine war alleine im Hotel. Beziehungsweise in dem Gasthof. Die haben wir dort umgebracht und da wird so ein Aufstand gemacht. Anstrengend. Sag ich dir nur. Okay, dann haben wir den noch in der Kaiserstadt, schätze ich. Und dann ist die alte noch. Und dann überbringen wir einfach der alten die Nachricht noch, dass alle Kinder tot sind. Und vielleicht gibt sie uns dann noch den restlichen Bonus von dem Zeug. Vielleicht ist das auch so geplant, dass man hier Kopfgeld haben muss. Wer weiß das so genau? Verstehe halt nicht, ne? Wenn wir eh im Schleichmodus drin sind, warum wir dann Kopfgeld kriegen? Aber es versteht hier keiner so genau. Wenn ihr es wisst, ne, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Da wäre ich sehr dankbar drüber. Tut mir leid, aber ihr seid in ein Sperrgebiet geraten. Ihr müsst hier weg. Jetzt. Ach, das ist ein Warmer. Komm, komm. Das ist blöd. Achtung. Bitte fahrt. Bitte fahrt fort. Lebt wohl. Ja, es ist auch blöd gewesen. Da haben wir sicher auch Kopfgeld gekriegt, oder? 40 aber nur. Naja, okay, das geht. Ja, man hat uns trotzdem gesehen. Das ist auch blöd, oder? So pennt denn der nicht. Da, haben wir da schon das Kopfgeld gekriegt? Für einen Einbruch? Nee. Oh, Gold. Der dürfte jetzt wahrscheinlich auch wieder hier sein, oder? Vielleicht tue ich den separieren. Ich gehe einfach mal raus. Aus dem Raum. Okay. Raus hier, jetzt. Was kann ich... Oh. Ach, jetzt ist er hier. Auch ihr. Okay. Vielleicht kann man hier warten, bis der auch im Bett liegt. Dann können wir hier nochmal reinsneaken. Nee. Früher hielt ich euch für einen Helden, für einen Heiligen. Zeit für euch zu gehen. Okay. Kopfgeld ist noch stabil. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen warten. Vielleicht geht ja einer von den Idioten hier raus jetzt. Ich möchte ihn ja aber auch nicht auf offener Straße umlegen, ne? Ist auch nicht gut. Ist jetzt wieder verschlossen. Als ob. Boah, ey. Die machen mich so fertig hier.
Der steht immer noch hier. Okay, bringt sich genau gar nichts, ne? Ihr dürft bei den neuen Göttlichen. Ach, scheiße. Hey. Ja, 40 Kopfgeld geht schon, ne? Teure Angelegenheit jetzt hier. Egal. Seid gegrüßt. Haltet auf. Das. Ja. Was soll man hier machen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, dass der eine hier war, okay, ne? Vielleicht hätten wir auch ein bisschen warten sollen noch. Aber hatte ich jetzt echt keinen Bock drauf, muss ich sagen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ungeduldig gewesen jetzt. Aber ne, wenn wir eh keinen Bonus kriegen für die ganze Geschichte. Ich meine, ich bin eigentlich immer jemand, der was alles ein bisschen professionell machen will, ne? Und auch gescheit und so. Aber ja, bevor ich da jetzt noch 5 Stunden rumsitze, ne? Und hier warte. Ist halt schwierig dann. Ach hier, die ist bei der Arbeit. Ach, nice. Hat die den Hund dabei? Nee, oder? Das wäre jetzt. Warte mal, ich rede mit dir. Wieder zurück? Ich weiß nicht, was ihr sonst noch gebrauchen könnt. Kümmert euch nun bitte da. Ich habe mich schon drum gekümmert. Wieder hab ich schon. Okay. Was brennt denn hier? Achso, nur Feuer. Okay. Dann werde ich jetzt mal speichern schnell. Ne? Wer sieht mich denn hier jetzt? Das Reh. Oder was? Ey, verpiss dich. Kommt das Reh? Ne, ich fass es nicht. Was ist jetzt hier los, ey? Verpiss dich, Reh. Hallo. Geh. Aber geh mit Gott. Sonst muss ich dich hier auf der Stelle töten. Das will ich eigentlich nicht. Ich hätte hier nur Tiere, die mich angreifen wollen. Was sieht mich denn hier? Irgendwo wird auch geschossen. Ich höre auch Pfeile. Ach, hier. Das glaubt ja kein Mensch, ne? Ey, weißt du? Jetzt greift mein Pferd auch das Feuerattacke nach an. So. Aber jetzt, oder? Ja. So. Hat jetzt keiner mitgekriegt, oder? Nee. Sense? Nee, hat ja nichts dabei, oder? Ja, hier, die ist getötet worden von den Dedra. Ach, der jagt das Reh. Alter. Was eine komische Folge. Es ist echt alles schräg verlaufen hier. Tut mir auch leid, falls es irgendwie jetzt Missverständnisse gegeben hatte. Aber naja, es ging halt nicht anders, ne? Die erste. Ich meine, es geht immer anders, aber ich habe hier das irgendwie jetzt nicht so empfunden, dass es irgendwie gehen würde. So, okay, wir lesen den Auftrag fürs nächste Mal. Und dann würde ich sagen, machen wir zu, die Folge. Seid ihr bereit, euch die Hände schmutzig zu machen, Ruhigsteller? Euer nächstes Ziel ist ein reißender Kaschid-Kaufmann namens Gasta, derzeit ein Haus in der Stadt Bruma gemietet hat. In seiner Heimat Elsweyr ist Gasta ein hochrespektierter Händler, doch seine Geschäfte zwingen ihn häufig dazu, sehr weite Reisen. Und da liegt das Problem. Gastas Ehefrauen geben sich keine Illusionen mehr über die wiederholte, ausgedehnte Abwesenheit ihres Gatten hin und wünschen, den Harem aufzulösen, und so haben sie sich um Hilfe an die dunkle Bruderschaft gewandt.
Reist nach Bruma, findet Chagasta in seinem Haus und tötet ihn. Denkt ihr doch daran, dass Chagasta, da er allein in die entlegensten Gegenden des Kaiserreichs reichen muss, gelernt hat, sich zu verteidigen. Er ist ein Meister des unbewaffneten Kampfes und des Töten ist ihm nicht unbekannt. Wenn das Ziel eliminiert ist, findet ihr euren nächsten Übergabepunkt in einer morschen Kiste unter der alten Brücke, unmittelbar südlich der Kaiserstadt. Die Kiste wird euren Lohn und einen Mord für Chagasta enthalten, sowie Informationen zu eurem nächsten Vertrag. Ja gut, den Chagasta, den kennen wir ja, oder? Mit dem haben wir ja auch schon gequatscht, glaube ich. King Bruma, ne, war's. Das machen wir jetzt doch schnell. Ist ja gleich erledigt. Oder? Würde ich sagen. Wie ist das Wertebefinden? Danke, sehr gut. So, hier. Ach, warte mal. Nee, ich wollte hier eigentlich von der externen Ansicht weg. So, wer sieht mich denn hier jetzt? Was ist denn hier überhaupt? Hosen? Gibt es hier noch einen Hintereingang? Hier ins Kingrad gibt es mehrere Häuser mit Hintereingängen oder Kellern. Hier auf jeden Fall mal nicht. Schade drum. Hier ist wieder eine Ratte, ne? Da haben wir das letzte Mal auch zensiert, wo wir die getötet haben. Wer sieht mich denn hier? Ich verstehe es nicht. Die drüben? Alter, ich bin meilenweit weg, ey. Oh. Ja, da kommt wieder eine Schar. Geht mal weg jetzt hier. Ich werde hier einfach immer noch gesehen, ne? Von dem Tölpel hier drüben, wahrscheinlich. Guten Abend. Snade Cook. Sna. Sag dir. Geh einfach hier irgendwo anders hin. Vielleicht nochmal ein bisschen ums Eck. Schiebe ich den weg, wahrscheinlich. Geh dann ein Stückchen weg und dann geht er wieder vor. Ja. Hallo. Ja, genau so. Wollen wir mal einfach umdrehen? Ah ja, das ist gut. Das ist gut. So. Wir sind aufgestiegen. Ist auch gut. So, wo ist er denn? Bestenfalls pennt er irgendwo. Okay. Da ist hier mal nicht drin. Wo ist der dann? Ist das falsche Haus? Ne, kann auch nicht sein, oder? Hä? Warte mal. Da bin ich schon richtig, ne? Geheimer Trainingsraum, warte mal. Hier unten ist der, oder? Hier irgendwo. Der muss doch irgendwo sein. Geheimer Trainingsraum. Hier. Schnell speichern. Hey. So, aber jetzt hier. Gut, Kopfgeld haben wir auch keins gekriegt. Das ist auch nicht schlecht. Sehr gut. Chagasta ist tot auch. Ist auch nicht schlecht. Dann können wir hier mal wieder schnurstracks rausspazieren, uns den nächsten Auftrag ansehen und dann die Folge beenden. So der Plan.
machen wir auch so. Okay, passt. Also, hier haben wir nichts gekriegt, kopfgeldmäßig. Da haben wir hier alte Brücke, die haben wir natürlich nicht entdeckt. Und die Holzkohlenhöhle auch nicht. Scheiße. Hafenviertel. Aber da müssen wir rüberschwimmen, oder? Ist auch blöd. Naja. Besser als nix, ne? Wir haben ja noch Zeit, ein bisschen. Wir haben ja eigentlich immer Zeit bei dem Spiel. Das ist das Schöne. So, das ist hier irgendwo hier drüben, ne? Ihr habt aber geschickte Finger. Was habt ihr euch eingebaut? So, hier drüben. So, und rein ins Wässerchen. Dadurch, dass wir ein Echsenmensch sind, ist das mit dem Schwimmen eh nicht so problematisch. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch was zu entdecken, glaube ich. Die Festung, ist die jetzt aufgeploppt? Spätestens jetzt, ne? Der verzauberte Pfeile gehabt? Ich denke ja. Sonst hätte er den Feuerschaden nicht gekriegt. So, hier hinten haben wir mal wieder eine Brücke. Die alte Brücke. Und hier sollte dann irgendwo diese Kiste sein. So. 500 Gold. So. Und da steht auch schon der nächste Ding drin. Chigaska ist tot. Gute Arbeit. Ich habe mich nicht in euch getäuscht. Ruhigsteller. Ihr seid in der Tat ein nützliches Werkzeug. Wir werden sehen, ob ihr mich weiterhin beeindrucken könnt. Ihr müsst jetzt zur gefluteten Mine reisen. Dort findet ihr Charlize, eine argonische Jägerin, die wegen des brutalen Mordes an einer Familie von Dunkelelfen aus ihrem Heimatdorf in der Nähe der Grenze zwischen Schwarzmarsch und Morrowind verbannt wurde. Verwandte der ermordeten Familienmitglieder haben Charlize aufgespürt und verlangen nach Vergeltung. Und da der Auftrag zu weit entfernt ist, als dass Morrowinds Morang Tong ihn übernehmen könnte, hatte die Dunkle Bruderschaft den Auftrag erhalten, die Eliminierung vorzunehmen. Seid gewarnt, Ruhigsteller. Charlize ist eine geschickte und tödliche Jägerin und wird kämpfen wie der verzweifelte Flüchtling, der sie ist. Wenn Charlize eliminiert ist, wartet euer Lohn und ein neuer Auftrag in dem Übergabepunkt, der sich in einem Sarg unmittelbar außerhalb den Ruinen von Festung Rotmannsklamm befindet. Okay, all das und noch viel mehr. Das nächste Mal. So, hier, hier ein Nurwurz. So. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bleibt gesund. Bis dahin, ne? Und auf Wiederschauen.